Hallo! Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus mit Miles Mimel. Wir spielen weiter. Versteht sich. Ja, also der Stiesel hat uns in der letzten Folge hier eingesperrt. Jetzt gehen wir erstmal wieder durch in den Flugschacht, wo wir schon geflohen sind. Und, das ist gerade wichtig. Gehen wir durch die Schacht. Den Schacht. Nach zum Büro. Was können wir hier machen? Im Schrank? Ach, da hängt noch der Typ wieder, den wir da reingehangen haben. Also, machen wir den Schrank wieder zu. Benutze. Gehen wir durch die Tür. Laufanimation. Pflanze. Was können wir damit machen? Benutze Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Das können wir machen. Knusper. Das macht zwar Spaß, aber einer zurzeit reicht. Schade. Bester Naturdünger. Noch ein Nagel. Ja, jetzt basteln wir erstmal. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Nagel und... Der Poloschläger ist geleimt, nicht geschraubt. Oh. Schade. Ich sollte sie nummerieren. Ich habe den Eindruck, schon viel mehr Nägel verschnitzt zu haben, als ich Zähne habe. Redet ihr mit der Dachluke? Use the Luke Force! Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Moment, können wir da mit dem Poloschläger? Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Können wir mit dem Poloschläger? Ich habe den Schläger bereits markiert. Er gehört jetzt mir. Schade. Und wer was anderes sagt, der lügt. Wozu? Es ist eine Legasthensie. Oh, ja. Jetzt machen wir das mit dem Poloschläger. Hoppla! Absicht! Psst. Das sagt Poké. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Poki. Ein Lichtschalter. Benutze Poloschläger mit Ruhig Lichtschalter. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Also. Benutze Hirn! Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Was haben wir hier? Kartons. Comics! Ich lese es später. Können wir uns das Gehirn nehmen? Pfoten weg. Huh. Comics! Nimm. Benutze. Was da wohl drin ist? Oh, das klingt nach... So als ob? Potztausend! Das ist Glas! Hm,
Jetzt können wir hier rausgehen. Dann können wir hier das Ding hier aufmachen. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Wir wollen jetzt mal Pokémon. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Da liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wird. Das ist Spoilern, Poki. Gut, dann können wir wieder rein. Entschuldigung, Leute, ja, jetzt können wir den Stiefel hier durchjagen. Hey! Oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Nicht das Inventar, nicht das Inventar. Saumfester. Entschuldigung, hier kann ich den Pogi nicht mehr. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir noch alle Knochen! Komm doch raus und hol mich! Ja... Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Jetzt können wir hier durchgehen. Nämlich diesen praktisch angebrachten Schacht. Falsche Richtung. Da stand die Sonne. Nutze Lexikon. Aber wozu? Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Gut, wir haben den Stiesel. Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Erfolg freigeschaltet. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Können wir den Poloschläger mit dem Stühlchen verwenden? Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Stimmt. Können wir vielleicht immer was darauf kritzeln? Ja. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Oh. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Gehen wir die Treppe runter. Hutschbutt-Taste, Hutschbutt-Taste. Was macht der Poki? Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen
zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Gut, das war's dann. Und ich mache hier schon mal einen kleinen Cut. Heute die Folge ist ein bisschen kürzer. Also, tschüss!